Wir sind die 10E vom Ludwig-Meyer-Gymnasium und wir haben uns vorgenommen, ein Lexikon über die Stadt Uetersen zu schreiben. Des Weiteren werden wir dazu eine Schülerfirma gründen, die sich um die Vermarktung des Buches kümmern soll. Also insgesamt hat die Schülerfirma die große übergeschriebene Aufgabe, das Lexikon insgesamt zu vermarkten. Und da gab es halt verschiedene Punkte, die abgearbeitet werden mussten. Unter anderem musste Bewerbung für das Lexikon gemacht werden, dann mussten die Finanzen im Überblick gehalten werden, nachdem das Lexikon auf den Markt gekommen ist. Die größte Aufgabe war aber wahrscheinlich die Werbung. Und da haben wir uns verschiedene Sachen überlegt, wir haben uns in der Gruppe strukturiert, verschiedene Aufgaben verteilt. Wir haben dann gemeinsam ein Konzept erarbeitet, zum Beispiel wie das Buch hierher kommen soll, wo es gedruckt wird und in welchen Läden wir das verkaufen wollen. Und vor allem haben wir uns mit der Werbung beschäftigt, dass die Stadt sozusagen auch von dem Buch erfährt. Ja, also bei der Umsetzung der Schülerfirma war womöglich die größte Herausforderung, wie wir so viele Menschen wie möglich erreichen. Wir haben mit der Zeitung auf uns aufmerksam gemacht und zuallerletzt haben wir halt einen Werbefilm entwickelt. Und ja, wir wussten nicht wirklich, wie wir das jetzt alles aufbauen sollten. Das war alles neu für uns. Das war, glaube ich, die größte Herausforderung. Den Versand haben wir organisiert. Einer aus unserer Klasse macht auch die Buchhaltung und das Rechnungswesen. Das heißt, die Lehrer sind da ganz raus. Das machen hauptsächlich nur die Schüler. Also für mich habe ich gelernt bei dem Projekt, was ich eigentlich alles beachten muss. So was für Kleinigkeiten. Also ich hätte niemals daran gedacht, dass ich mir irgendeine Zielgruppe aussuchen muss, wenn ich ein Buch vermarkten möchte oder was ich halt alles beachten muss. Also ich habe beachtet, dass ich welche Zielgruppe ich haben möchte, wie ich meine Texte aufbaue. Die Klassengemeinschaft wurde dadurch auch gefördert und insgesamt diese ganzen Teilbereiche von dem Erstellen eines Lexikons erstmal wahrzunehmen und so etwas zu lernen, das ist ein ganz großer Teil, geht ja auch ins Wirtschaftliche mit ein und da hat man echt eine Menge gelernt. Ich glaube auch noch, oder ich weiß es, wenn man normal so ein Buch in der Hand hält, weiß man gar nicht, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und dadurch wurde uns auch gezeigt, wie viel Arbeit hinter so einem Buch steckt, was man alles dafür tun muss. Ja, also ich habe bei diesem Projekt gelernt, wie man vor allem sachliche Texte schreibt und halt, wie man mit Quellen und Darstellungen umgeht. Das war ja vorher nicht so klar, welche Quelle kann ich vertrauen, welche nicht. Und das kritische Denken wird halt einfach viel mehr gefördert. Und ich merke das ja selber, wenn ich wenn ich mehrere Artikel lese, dann merke ich halt schon, dass ich da kritischer bin. Ja, ich habe auch noch gelernt, eigenständig und gründlich zu recherchieren und auch Interviewfragen zu entwickeln und selbst Interviews zu führen. Über mich selbst habe ich gelernt, dass ich, wenn ich ein Ziel vor Augen habe, dass ich dann wirklich konsequent darauf hinarbeite. So, und ja, halt, dass ich ein stärkeres Durchhaltevermögen habe, als ich dachte. Ja, ich habe auch gelernt, dass ich nicht so schnell aufgeben soll, denn in manchen Situationen, da sah es auch so aus, dass ich einfach nicht mehr weiterkomme, zum Beispiel mit meinen Texten, oder dass ich auch zu meinem einen Text keine Informationen gefunden habe, denn ja, ich musste über eine Person sprechen, die hat vor 300 Jahren gelebt und da gab es am Anfang einfach gar nichts zu. Doch als ich mich dann so in das Thema reingewühlt habe, da war ich auch schon verwundert, dass es dann doch so viel dazu gab. Also über mich selbst habe ich gelernt, über meine ganze Zeit hinauszugehen. Also ich stand unter ziemlich großem Druck, weil ich gar nicht wusste, wie ich das alles schaffen sollte. Allein von so vielen Quellen, von so einem Berg von Quellen, so einen kleinen Text zu formulieren und das alles hineinzubringen, ohne Plagiate, ohne Textfehler. Und dass ich das schaffen kann, habe ich gelernt. Und das hat mir auch ziemlich viel Mut gegeben für weitere Arbeiten.
Und ich habe eigentlich auch noch gelernt, dass es gut ist, sich zu strukturieren durch dieses ganze Projekt, weil man muss ja auch strukturiert vorgehen. Und es hilft mir jetzt in vielen weiteren schulischen Sachen, wie generell Projekten. Also der große Erfolg war definitiv, dass wir das Lexikon überhaupt fertiggestellt haben. Also ich glaube, dass wir alle ziemlich stolz drauf sind, als wir es dann in der Hand hatten.